Ein Sturm zieht auf. Der kaiserliche Thron ist verwaist. Krieg liegt in der Luft. Das Böse erwacht. Ein lange verbannter Feind trennt sich. Die Mächte, die nach Tamriels Zerstörung trachten, suchen jene, die ihren dunklen Plan gefehlt. Wir schreiben das 582. Jahr der zweiten Ära. Die Trommel des Krieges dröhnen. Hier beginnt unsere Reise. The Elder Scrolls Online. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen bei The Elder Scrolls Online. Ich habe damals ein Let's Play gestartet, muss aber ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, ob ich es hochgeladen hatte, beziehungsweise bis wo ich das Ganze gespielt hatte. Ich habe das Ganze dann ja ausgelagert auf meinen Zweitkanal Alpha Wölfin, den ich euch nur wärmstens empfehlen kann. Und ja, habe aber irgendwie Lust, auch mal ein Let's Play mit einer Templerin zu spielen. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, auf meinem Zweitkanal Alpha Wölfin spiele ich ja eine Magiker-Zauberin. Und ich persönlich muss sagen, ich liebe die Magiker-Zauberin, auch auf Stamina übrigens sehr, sehr gut zu spielen. Aber ich würde auch gerne das Ganze nochmal als Templer von Anfang an durchspielen und mit euch erleben. Deswegen werde ich jetzt hier einen neuen Char auf meinem zweiten Account erstellen und ja, werde von Anfang an auch auf Gameplayerin ein Let's Play komplett durchspielen. Ich weiß, das macht sehr, sehr viel Arbeit und es kostet unheimlich viel Zeit. Aber ich kann einfach nur sagen, ich liebe dieses Spiel und ich spiele das gerne nochmal komplett mit euch durch. So, das Wichtigste, was ihr wissen müsst, wir machen das nämlich jetzt hier im Schnelldurchlauf, ist, ich mache das immer so, wenn ich meinen Char erstelle, ich stelle den auf nackt. Das hört sich im ersten Moment erstmal blöd an, aber man sieht die Proportionen viel besser, finde ich. Ich kann mir jetzt theoretisch alles aussuchen. Also normalerweise ist es so, wenn man die Allianz aussucht, kann man immer nur die, die direkt darunter stehen, aussuchen. Wenn man an die nächste Allianz klickt, dann werden automatisch die ausgewählt, die darunter sind. Die kaiserliche sind wieder was Besonderes. Bei mir ist es nicht so, ich habe mir diesen Zusatz Fern der Heimat damals gekauft. Und das kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen, weil dann könnt ihr die Allianz komplett von Anfang an aussuchen und dementsprechend dann das Volk auch aussuchen. Also ihr könnt zum Beispiel Dominion sein und trotzdem einen Ork spielen beispielsweise. Nicht nur die, die dazu gehören. Ich persönlich würde gerne eine Bretonin spielen. Ich weiß, dass die nicht so das Nonplusultra ist, was Magiker-Chars betrifft, also dass die ein bisschen weniger Schaden macht, wie beispielsweise die Hochelfe, die ja zumindest aktuell immer noch on top ist. Aber ich persönlich komme, warum auch immer, bei der Templerin nicht so gut klar mit den Magiker-Ressourcen. Ich habe kein Problem mit sämtlichen anderen Chars, aber vielleicht ist das mein persönlicher Fluch. Bei der Templerin kriege ich es nicht hin, da laufe ich immer direkt leer. Deswegen nehme ich jetzt eine Bretonin, die hat ein bisschen höhere Ressourcen. Und ja, ich schaue mal, ob eventuell mein Name Gameplayerin frei ist. Aber ich glaube, ich habe das damals mal probiert, dass das nämlich nicht funktioniert. Ich möchte mir eine Templerin erstellen, deswegen klicke ich jetzt hier direkt drauf.
Und ich werde mir jetzt hier etwas einstellen bei diesen beiden. Im Gesicht werde ich mir das Ganze ein bisschen hübscher machen, am Körper werde ich das Ganze ein bisschen hübscher machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und jetzt ist der Char fertig. Von der Statur her ganz normal. Ich habe nur den Hintern noch ein bisschen vergrößert und wie immer die Brüste vergrößert. Ich habe ihr die Tattoos an den Armen gemacht und ja, vom Gesicht her sehr sanft eingestellt. Alles vom Alter her komplett runtergeschraubt. Körpergröße habe ich auf maximal gestellt, wen das interessiert, weil die Bretonen doch sonst sehr, sehr klein sind. Und ja, so sieht der Char jetzt aus und dann schauen wir mal, welchen Namen ich nehmen kann. Ja, ich möchte die Einführung ausnahmsweise spielen, weil wir fangen ja jetzt mit dem Let's Play nochmal komplett von vorne an. Ihr seid wach? Ach, den Sternen sei Dank. Ja, und bevor ich jetzt loslege, werde ich mal kurz die Einstellungen meiner Add-ons und so weiter machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sieht das Ganze schon viel aufgeräumter aus. Mal eben schauen. Wir haben ja, glaube ich, noch nichts, was wir nehmen können. Da seid ihr ja. Und noch dazu auf den Beinen. Ich weiß, dass einem eine magische Translokation richtig auf den Magen schlagen kann. Nehmt euch einfach einen Augenblick Zeit, um euch zurechtzufinden. In Ordnung? Wo bin ich? Auf der Insel Balfiera, der Heimat von Clan Direnni. Entschuldigt die beengte Unterbringung. Wir sind stolz auf unsere Gastfreundschaft, doch die Umstände hier haben sich zum Bizarren gewendet. Ich musste sichergehen, dass ihr keine Gefahr für euch oder andere seid. Könnt ihr mich rauslassen? Ihr habt es vielleicht nicht mehr so eilig mit dem Entkommen, sobald ihr gehört habt, was vor sich geht. Ihr seid durch ein Portal hergekommen, zusammen mit einer dädrischen Bestie namens Chiazell. Sie übernahm die Kontrolle über unsere Golems und wendete sie gegen uns. Wenn ich euch befreie, werdet ihr dann Chiazell aufhalten? Ja. Lasst mich frei und ich helfe euch. Weise Entscheidung. Einen Augenblick. So, das sollte die Tür entriegeln. Folgt mir, wenn ihr bereit seid. So, das machen wir doch gerne. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, wenn ihr zum ersten Mal spielt, schnappt euch direkt alles, was ihr hier in diesen Urnen findet. Abgesehen von den ganzen Kleinigkeiten, vorausgesetzt ihr habt ESO Plus. Wenn ihr kein ESO Plus habt, dann solltet ihr nicht alles mitnehmen, was ihr hier so finden könnt. Aber ihr könnt jetzt gleich wählen, auch was ihr überhaupt tragen möchtet, was ihr, ob ihr auf Magicka oder auf Stamina gehen möchtet. Nun seid ihr frei und munter wie eine Frühlingsgrille. Ich hoffe, ihr habt vor, euer Wort zu halten. Wir werden einander da draußen brauchen, dessen bin ich mir sicher. Ich heiße übrigens Norianwe, vom Clan Direnni. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Wohin gehen wir? Wir wollen zu einem Ort, den man die Galerie des Schlüsselmachers nennt. Doch erst muss ich wissen, dass ihr euch verteidigen könnt. Durch die Aorbis zu stürzen und auf euer Ohr zu fallen, hat euch ein wenig durcheinander gebracht. Sucht eine Waffe und wir bringen euch wieder auf Vordermann. In Ordnung? Sicher, aber ich habe ein paar Fragen. Natürlich. Ich kann euch keine vollkommene Transparenz versprechen, doch ich werde so ehrlich sein, wie ich kann. Ihr erwähntet eine Galerie des Schlüsselmachers. Was ist das für ein Ort? Die Galerie des Schlüsselmachers ist ein uraltes Untergebäude von Balfiera, das erbaut wurde lange bevor mein Clan hier eintraf. Warum nennt man es Galerie des Schlüsselmachers? Wegen all der Türen. Die Galerie ist voller uralter Türen, die jeweils eine arkane Verbindung mit einem Ort in Tamriel oder jenseits davon haben. Sobald die Tore erwachten, taten sich Risse auf. Ihr seid aus einem von ihnen gefallen. Die Daedra Chiazell fiel aus einem anderen. Wie konntet ihr entkommen? Ich habe eine Anrufung des Streitrosses gewirkt, euch gepackt und bin geflüchtet, so schnell meine Füße mich tragen konnten. Ich habe die Daedra noch fluchen hören. Dann gab es eine Art Explosion, doch ich habe mich nicht umgedreht. Ich hoffe, die Galerie steht noch. Was macht ihr hier?
Nichts Unverantwortliches, wenn ihr das meint. Ich bin ein Mitglied der Sinderill, der Spionagegilde von Clan Direnni. Allerdings mehr Gelehrte als Spionen, das versichere ich euch. Ich habe gerade in der Galerie Nachforschungen betrieben und dann, plopp, seid ihr und dieses Monster erschienen. Warum habt ihr diesen Ort untersucht? Die Galerie war immer schon ein Ort von besonderem Interesse für die Gilde, doch wir haben nie ganz herausbekommen, wie sie funktioniert. Trotz der Gefahren ist dies unser bisher größter Durchbruch. Der Gildenmeister wird außer sich vor Freude sein, sofern wir alles unter Kontrolle bekommen. Ihr sagtet etwas über Golems. Was geht hier genau vor sich? Wärt ihr allzu verdrossen, wenn ich sage, dass ich keine Ahnung habe? Wir Direnni sind von Natur aus vorsichtig. Deshalb hat Balfiera viele Verteidigungsmaßnahmen. Magische Steinwächter schützen viele unserer heiligen Stätten, doch irgendwie hat diese Daedra einen Weg gefunden, sie gegen uns zu wenden. Könnt ihr die Daedra Shyazel beschreiben? Ach, muss ich wirklich? Wenn ich mich richtig an meine Studien erinnere, ist sie eine Ernterin, eine riesige schlangenartige Kreatur, die sich von Seelen und Magika ernährt. Wenn sie einen Weg findet, die Energien der Galerie zu verschlingen, haben wir sehr ernsthafte Schwierigkeiten. Ja, deswegen sollten wir uns auch sofort darum kümmern. Schwert und Schild, Großaxt, Heilerstab, Flammenstab. Ich denke mal, ein Blitzstab war nicht dabei. Nee, nur Dolche und Bogen. Dann nehmen wir jetzt erstmal den Flammenstab mit. Größere Waffen wie Stäbe und Streitäxte erfordern für den Gebrauch beide Hände. Ihr könnt kleinere Waffen mit einem Schild oder einer anderen Waffe derselben Größe ergänzen. Ihr habt die Wahl. Und wir nehmen mal einen Heilerstab mit, weil wir den nämlich später auch noch brauchen werden. Wahrscheinlich dann nicht mehr den, den wir jetzt gefunden haben. Aber Hauptsache, ja, wir haben schon glaube, mal einen die dabei. Passt zu euch. Falls ihr es euch anders überlegt, nehmt eine andere Waffe. So, suchen wir uns einen Platz zum Üben. Damit wir jetzt überhaupt irgendetwas haben, würde ich sagen, das können wir auch direkt schon mal lernen, würde ich sagen, dass wir erstmal die Klamotten anziehen. Ich weiß nicht, was hier noch so drin ist. Asche, Asche. Okay, da ist jetzt nichts zum Anziehen, aber das bekommen wir, soweit ich mich erinnern kann, auch noch. Übrigens, wenn ihr euch wundert, dass das so schnell geht, ich habe ein Add-on, wo man das einfach nur einstellen muss. Smarter Auto-Loot heißt das, glaube ich. Und da ist schon unser erster Gegner. Wir sammeln aber erstmal noch... Naja, so wirklich viel hat uns das jetzt nicht gebracht. Oh, doch, eine gute Schärpe können wir schon mal... Und gute Handschuhe, das ist schon mal gut. Da hatte ich die leicht, ne? Dann lasse ich auch das leichter. So, eigentlich sollte sie mir jetzt sagen, was ich machen soll. Aber ich glaube, ich muss ein bisschen näher dran gehen. Hallo. Dieser Ort ist genauso gut wie jeder andere. Und nun wappnet euch, während ich euch einen Tanzpartner heraufbeschwöre. Lasst uns anfangen. Mit Tab könnt ihr den übrigens scharf stellen, sozusagen. Und sie sollte mir jetzt eigentlich sagen, was ich machen soll. Schnell jetzt! Schlag das Konstrukt! Beeindruckend! Erste Klasse! Schlagt erneut! Brillant! Wappnet euch! Schlagt zu, solange es aus dem Gleichgewicht ist! Okay, wir sollen jetzt einen das schweren Angriff machen. Pure Kraft! Blockt den Schlag! Schlagt hart zu! So geht das! Gut gemacht! Schützt euch! Gebt alles, was ihr habt! Einige Feinde versuchen, euch zu überwältigen. Ja, komm mal. Schnell, befreit euch! Bereitet euch vor! Nochmal, macht euch bereit! Es war dann dieses Ausbrechen, wenn ihr rechts und links die Maustasten unterbrecht das Konstrukt. Nutzt jetzt euren Vorteil mit einem schweren Angriff. Jetzt! Unterbrecht es! Nein, darf ich nicht mehr. Unterbrecht es, bevor es zuschlägt. Wenn euer Feind einen Angriff vor... Gut, jetzt vernichtet es. Gut gemacht. Kommt und sprecht einen Moment mit mir.
So, dann können wir F drücken und das Ganze hier bestätigen. Und da ich ja auf Magicka spielen möchte, mache ich alle meine Punkte in Magicka rein. Was ganz wichtig ist, erstmal für mich für den Anfang die durchschlagenden Hiebe. Wenn ihr solche Manöver beherrscht, hat kein Daedra eine Chance. Ja, ich würde sagen, wir sind bereit loszuziehen. Wohin gehen wir gerade? Um die Galerie des Schlüsselmachers zu erreichen, müssen wir erst aus dieser Ruine entkommen und ein weites Feld voll dieser Golems durchqueren, die ich erwähnt hatte. Mit etwas Glück können wir an ihnen vorbeischleichen. Doch ich habe meistens nicht allzu viel Glück. Ich entschuldige mich lieber im Voraus. Nun gut, gehen wir als nächstes dorthin. Womit müssen wir in der Galerie rechnen? Nun zunächst mit einer Tür, der ersten von vielen. Der einzige Weg in die Galerie ist durch ein mysteriöses Tor. Sobald wir durch die erste Tür sind, betreten wir ein riesiges Gewölbe. Das ist der Teil, der mir am meisten Sorgen macht. Warum macht euch das Sorgen? Ich glaube, dass Schiazell, jene dädrische Kreatur, die für all diesen Ärger verantwortlich ist, sich dort eingenistet hat. Also seid bereit für einen Kampf. Wird es die Golems ruhig stellen, wenn wir uns um Schiazell kümmern? Ich kann es zwar nicht mit Gewissheit sagen, doch Nirn von einem Scheusal aus einer anderen Welt zu befreien, kann nicht schaden, oder? Ihr Einfluss besteht vielleicht noch eine Weile fort, doch die Golems sollten bald wieder ihr übliches Verhalten zeigen. Hoffentlich. Dann los. So, wir schnappen uns noch die Sachen, die wir hier finden. Wobei, allzu viel Rüstung habe ich jetzt bisher noch nicht gefunden. Ich meine, die lag irgendwo rum, dass wir die aufnehmen konnten. Aber ich bin mir nicht sicher. Einer der verirrten Golems. Wir wollen uns vielleicht lieber an ihm vorbeischleichen. Wollen wir das? Na gut. Wollen wir uns hier auch dran vorbeischleichen? Ich glaube nicht, oder? Wobei gerade nichts passiert. Na gut, dann müssen wir hier auch nicht schleichen. So. Ah, hier war das mit dem. Wir sind fast dort. Legen wir einen Zahn zu. Wams, Kürass, Jacke, Beinkleider. So, dann wechseln wir die schon mal. Das war eine mittlere, die ich vorher anhatte. Gut, der Eingang zur Galerie des Schlüsselmachers sollte östlich von hier sein. Machen wir uns auf den Weg. Okay, man sieht es ja oben auf der Karte, wo das Ganze ist. Ich weiß aber, dass hier ziemlich viele Gegner so komisch versteinert rumstanden. Das meinte sie vermutlich auch mit dem Vorbeischleichen. Da hinten steht zum Beispiel einer. Da könnten wir uns theoretisch dran vorbeischleichen. Der geht nach hinten. Da ist auch noch einer. Wir versuchen das jetzt einfach. Weil es geht natürlich immer schneller. Klar, ihr bekommt mehr XP, wenn ihr das Ganze macht. Wenn ihr aber das Ganze schon mal gespielt habt und das nicht euer erster Char ist, dann überspringt ihr das in der Regel sowieso. Und da ist es dann natürlich irgendwo auch Blödsinn. Der kam jetzt aber ziemlich schnell dran vorbei. Da ist es natürlich irgendwo auch Blödsinn, das Ganze da mitzunehmen. Ich möchte es jetzt einfach nur so schnell wie möglich hier gezeigt haben. Und da hinten ist auch schon einer am Schleichen. Hallöchen. Hier war doch gerade irgendwas. So. Vorne steht einer. Frage ist, kommen wir da so dran vorbei? Ja. Sehr gut. Die Galerie des Schlüsselmachers ist dort. Gehen wir hinein. Ich sammle jetzt auch nicht alles auf, aber ihr solltet das schon, wenn ihr die Zeit dazu habt, solltet ihr das schon machen. Und wenn ihr genug Platz habt. Nun, das ist beunruhigend.
Warum? Bei Jeffres Knochen. Dieses Anschwellen von Magika, das die Portale erzeugten, durch die ihr gekommen seid, dadurch muss diese Himmelsscherbe einen Sprung bekommen haben. Ohne unversehrte Himmelsscherbe bleibt dieses Tor verschlossen und wir können nicht weiter. Verdammt. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das in Ordnung zu bringen? Sofern ihr nicht einen Satz Verzauberwerkzeug und Erfahrung mit der meteorischen Machtfülle-Theorie habt. Nein, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen einen Ersatz finden. Wo finden wir eine Ersatzhimmelsscherbe? Ich habe vor ein paar Tagen eine in einem Gewölbe südlich von hier gesehen. Doch sie wurde von einem der mächtigsten Golems der Insel flankiert. Üblicherweise würde ich sagen, wir sollten nach einer anderen Lösung suchen. Doch angesichts der Umstände müssen wir es wohl riskieren. Alles klar. Finden wir diese Himmelsscherbe. Kann ich euch etwas fragen, bevor wir aufbrechen? Natürlich, aber trödeln wir nicht zu lange. Was sind Himmelsscherben genau? Riesige Klumpen Meteorglas. Sie fallen aus Aetherius herab, aufgeladen mit reiner und sehr mächtiger Magika. Magier verwenden Himmelsscherben bei allerlei Ritualen und Experimenten. Wir Direnni nutzen sie als Kraftquelle. Was für einen Golem habt ihr bei der Himmelsscherbe gesehen? Es ist ein monströser Wächter, den man auch einen Gargül nennt. Ich habe noch keinen kämpfen sehen, doch sämtlichen Berichten zufolge sind sie weitaus mächtiger als alles, dem wir uns bisher gestellt haben. Okay, dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. Wir müssen erstmal wieder raus. Moment, hier ist auch wieder Rüstung. Schuhe hört sich gut an. Sehr schön. Was fehlt uns denn noch? Kopf und Schulter. Kopf und Schulter finde ich jetzt hier gerade nicht. Arme. Schulterpolster, sind das leichte? Oh, perfekt. Da unten ist noch was. Ein Hut. Ja, ich würde sagen, dann haben wir alles, was wir brauchen. Da kommt sie denn an. Und damit das nicht so scheiße aussieht, gehen wir natürlich jetzt auf. Also ich habe auf U gedrückt, dann auf Aussehen und einmal auf freie Sicht. Weil ich möchte ja nicht meinen Char extra hübsch erstellen und dann danach irgendwie so ein komisches Ding da mit Hut und weiß ich nicht was haben. Seht ihr dieses Gewölbe im Süden? Dort ist die Himmelsscherbe. Der ist nicht mehr da, oder? Okay. Das Gewölbe im Süden. Die meint das Ding hier links. Okay. Ich habe gerade keine Ahnung, warum wir so schnell schleichen. Ich bin etwas verwirrt. Ich bin es nur gewohnt von ausgewachsenen Chars sozusagen, dass sie dann doch einiges langsamer sind als die... Also Magiker-Chars. Einiges langsamer sind als die Ausdauer-Chars. Die Himmelsscherbe. Weicht rasch aus. Zur Seite. Wir sind Templer, liebe Dame. Wir brauchen nicht ausweichen. Was? Habt ihr gerade die Energie dieser Scherbe absorbiert? Ja. Unglaublich. Nicht ganz, was ich vorhatte, aber wir können damit arbeiten. Lasst uns zurück zum Tor gehen. Entschuldigung. ja, wobei, ich glaube, hier ist keiner mehr. Können wir auch direkt drüber. Der ist auch noch nicht zurück hier. So, wir haben so schöne Tarnfarbe mit den Klamotten, die wir hier bekommen haben. Dann müssen wir, genau, wieder nach oben. Das sieht man immer alles schön auf der Karte. Der Moment der Wahrheit. Konzentriert euch auf die Himmelsscherbenöffnung. Mit etwas Glück reagiert sie auf die von euch absorbierte Macht und schließt das Tor auf. Übrigens, ihr habt leider, leider, leider nicht von Anfang an diese Minimap. Unterhalten wir uns. Es gibt einmal eine, die heißt Minimap. Also die Minimap heißt Minimap, also das Add-on. Und bei mir ist es jetzt mit einem anderen Add-on drin.
Ich fürchte, wir sind am wirklich beängstigenden Punkt angekommen. Die dädrische Kreatur, die für all diese Portale verantwortlich ist, wartet gleich jenseits dieses Tors. Falls ihr noch irgendwelche Vorbereitungen zu treffen habt, so trefft sie jetzt. Habt ihr irgendeinen Rat, wie man dieses Ding erschlägt? Wie gesagt, ich bin nur eine Gelehrte. Doch ich würde euch dazu anhalten, an das zu denken, was wir vorhin geübt haben. Bleibt in Bewegung, seid treffsicher und nutzt jede Schwachstelle aus, die diese Kreatur euch bietet. Ja, so alles in allem ist das, was man während des ganzen Spiels braucht. Da ist sie. Schickt sie zurück ins Vergessen. Mach ich. Oh, ich bin nur nicht so treffsicher. Verdorrt und sterbt. Was nicht sterben kann, könnt ihr nicht töten. Genau. Du auch. Ihr habt es geschafft. Hoffentlich wurde die Galerie nicht zu schwer beschädigt. Folgt mir. Und hier könnt ihr dann auch direkt schon die Bücherregale lesen. Ich mache sowas zwar immer ungern, ehrlich gesagt, während eines Let's Plays, aber bei da wir jetzt gerade schon mal hier sind. Seht euch die mittlere Säule an. Ich hatte keine Ahnung, dass sie so etwas verbirgt. Werfen wir einen näheren Blick darauf. Die mittlere Säule. Haben wir jetzt gar nicht drauf geguckt. Aber egal. Wir gehen jetzt einfach fleißig den Büchern hinterher. Wobei es da egal ist, ob man jetzt rechts oder links rumgeht. Sind hier irgendwelche Gegner? Nee. Die Galerie des Schlüsselmachers. Ich hatte sie anders in Erinnerung. Ja, und da muss man ja ganz ehrlich sagen, dass man jetzt hier mal... Jetzt verstehe ich, warum es uns nie gelang, die Tore zu entriegeln. Ihre Macht entstand dieser arkanen Helix. Erstaunlich. Hier mal genauer gucken muss. Da die Helix muss. Nun frei liegt, können sich diese Tore wieder öffnen. Anfangs vielleicht nicht alle, aber genügend, um einen Großteil Tamriels zu erreichen. Für euch stellt sich jetzt die Frage, wohin zuerst? Das kann ich leicht beantworten. Ist das zu fassen? Seht euch nur um. Da diese arkane Helix nun frei liegt, knistert es in der Kammer regelrecht vor Magie. Die Galerie des Schlüsselmachers ist zum Leben erwacht. Und ich glaube, ich weiß auch endlich warum. Was meint ihr? Warum sind sie lebendig geworden? Euretwegen. Die Lage in Tamriel ist düster. Krieg wütet in Cyrodiil. Dädrische Fürsten intrigieren. Drachen reiten auf den Winden von Elsweyr. Die zweite Ära braucht eine Retterin. Ich glaube, die Galerie, vielleicht auch der Adamantturm selbst, hat euch dafür ausgewählt. Was soll ich eurer Meinung nach als nächstes tun? Die Galerie des Schlüsselmachers hat Türen in jeden Winkel Tamriels geöffnet. Orte, von denen ich vermute, dass sie dringend den Beistand einer Heldin brauchen. Die Entscheidung liegt bei euch. Doch wohin auch immer ihr gehen mögt, das Abenteuer wartet sicher bereits auf euch. Mögen euch die Sterne behüten. Ja, und damit haben wir dann die Einführung abgeschlossen, beziehungsweise gleich abgeschlossen und erhalten dann die Seelenmagie als Fertigkeitslinie und noch ein paar Sachen, die wir anziehen können, plus einem Fertigkeitspunkt. Und? Habt ihr beschlossen, wo es hingeht? Welche Region der Welt gefällt euch? Nicht jeder kann binnen eines Wimpernschlags von einem Ende Tamriels zum anderen gelangen, wisst ihr? Das ist ein ziemlich großes Geschenk. Habt ihr vor, auch eine der Türen zu nutzen? Was? Ich? Nein, ich hab zu tun. Die Sindarill werden wollen, dass hier alles durchsucht und untersucht wird. Da ich die Entdeckerin war, werde ich diese Bemühungen wahrscheinlich auch leiten. Abenteuer in der Ferne sind ja gut und schön, doch mein Platz ist hier. Glaubt ihr wirklich, dass das Schicksal mich hierher geführt hat? Nun, Schicksal ist eine plumpe Beschreibung dafür, ohne euch zu nahe treten zu wollen. Ehrlich gesagt werden wir wohl nie erfahren, warum ihr erwählt wurdet. Doch ich glaube, es steckt ein Sinn dahinter. Irgendetwas. Ob es nun die Sterne, die Galerie oder der Turm selbst sind, hat euch aus einem Grund hierher geführt. Und Chiazell? Was hat sie hierher gebracht? Vielleicht ist sie euch gefolgt, um zu verhindern, dass ihr eure... Nun, Bestimmung klingt ein wenig zu pompös. Lasst uns sagen, sie will nicht, dass ihr euer Potenzial verwirklicht.
Dann wiederum hat euch die Macht dieses Ortes vielleicht hierher gebracht, um Chiazell aufzuhalten. Ich schätze, wir werden es niemals wissen. Wahrscheinlich nicht. Doch was ist das Leben ohne unbeantwortete Fragen? Langweilig, wenn ihr meine Meinung wissen wollt. Glaubt ihr, ihr werdet wirklich je die Geheimnisse dieses Ortes entwirren? Ha, eine Elfin kann hoffen. Diese Frage zu beantworten wird mich wahrscheinlich die nächsten 100 Jahre noch beschäftigen. Ist die Helix mit dem Adamantum verbunden? Wie kann sie die fernen Ecken Tamriels wahrnehmen? Ich werde das wohl nie begreifen, doch ich tue mein Bestes. Irgendwelche Vorschläge, wohin ich gehen sollte? Es ist ein wenig überwältigend, nicht wahr? Ganz Tamriel erstreckt sich vor euch. Wir könnten mit den politischen Überlegungen beginnen. Drei große Allianzen ringen um die Kontrolle von Cyrodiil. Interessiert euch das Schicksal von Pakt, Bündnis oder Dominion? Nö. Nein, ich würde gerne jenseits der Grenzen der drei Allianzen reisen. Ich kann es euch nicht verdenken. Die Intrigen zwischen den Provinzen sind die Grundlage meiner ganzen Gilde. Und selbst ich finde sie nach einer gewissen Zeit ermüdend. Ich schätze, das erweitert die Möglichkeiten etwas. Wo sonst kann ich Abenteuer finden? Nun, wie ich schon sagte, sprießen die Bedrohungen für Tamriel überall wie Pilze aus dem Boden. Würdet ihr lieber Zeit mit Elfen wie mir, den Khajiit von Elsweyr, oder Menschen aus dem Norden und dem Süden verbringen? Elfen wie ihr? Wo kann ich die finden? Wenn ihr das Tor nach Vardenfell nehmt, könnt ihr die Dunkelelfen und vielleicht auch deren Gott König Vivek treffen. Ihr könnt auch nach Sommersend im Süden reisen, unserer angestammten Heimat und der Hauptsitz der Macht der Hochelfen. Gibt es Arbeit auf Sommersend? Immer. Doch die Einheimischen machen es einem nicht leicht. Die Hochelfen auf Sommersend teilen nicht den Pragmatismus der Direnni. Sie sind oft zu stolz, um Hilfe zu bitten. Unsere Agenten haben allerdings seltsames Treiben im Umkreis des Kristallturms gemeldet. Es lohnt sich wahrscheinlich, genauer nachzuforschen. Was könnt ihr mir über Elsweyr erzählen? Laut unseren Spionen ist das Land der Katzenwesen in schlechter Verfassung. Eine Kaiserliche mit ihrem verbleibenden Gefolge sitzt auf dem Thron und ein Schwarm Drachen ist aus den Kolosshallen hervorgebrochen, der nun alles auf seinem Weg niederbrennt. Wenn ihr Abenteuer sucht, werdet ihr sie dort finden. Ihr hattet auch Elfen erwähnt. Wo kann ich die finden? Wenn ihr das Tor nach Vardenfell nehmt, könnt ihr die Dunkelelfen und vielleicht auch deren Gott König Vivek treffen. Ja, das hatten wir schon. Was ist in Vardenfell los? Informationen aus den Dunkelelfen herauszukitzeln ist immer eine knifflige Angelegenheit. Um ehrlich zu sein, wissen wir sehr viel weniger über das, was in Morrowind vor sich geht, als wir sollten. Ich kann euch allerdings sagen, dass Vivek vor kurzem nach Helden gerufen hat. Das ist besorgniserregend. Erzählt mir mehr von diesen Menschenreichen, die ihr erwähnt hattet. Gewiss doch, eines dieser Tore scheint ins westliche Himmelsrand zu führen. Ein abgeschottetes Königreich der Nord, das von König Svagrim regiert wird. Das andere führt nach Dunkelforst an der Südspitze von Cyrodiil. Dort herrschen kaiserliche Überbleibsel. Was geschieht im westlichen Himmelsrand? Die Nord des westlichen Himmelsrands sind ungastlich, um es gelinde zu sagen. Trotzdem konnten wir ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ich habe Berichte über vermehrte vampirische Umtriebe in der Gegend gelesen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Man braucht standhafte Abenteurer, um damit fertig zu werden. Ja, und damit wir uns den Rest noch mal kurz anhören können, ich glaube, ich will vielleicht lieber ein Allianzgebiet besuchen. Hervorragend. Ihr könntet nach Strahs Mackay im Durchsturzbündnis auf eine Insel namens Kenatis Rast, auf die das Altmeri-Dominion den Blick gerichtet hat, oder in die Domäne des Ebenherzpakts reisen. So, das ist aber nur so eine Art Führung, sage ich mal, die man noch bekommen soll. Wobei, wenn man das erste Mal dann spielt, versteht man trotzdem nicht, worum es jetzt genau geht. Hier können wir nach Greymoor reisen, allerdings nur, wenn wir dieses Kapitel auch tatsächlich gekauft haben. Da ich ESO Plus habe, habe ich natürlich alle im Abo mit drin. Hier ist Elsweyr. Ich glaube, das ist das nördliche Elsweyr, wo wir hinkommen. Das hier ist Sommersend. Da könnten wir hinreisen. Das westliche Himmelsrand, was von den Nord gerade regiert wird, wie sie schon erzählt hat. Und auf der anderen Seite haben wir dann einmal Vardenfell. Das ist dann das Kapitel Morrowind.
oder Ödfels. Stross im Kai, das ist ja eine Anfangsinsel, sage ich mal. Oder Kenasis Rast. Da wir jetzt nicht so viel Auswahl haben, werde ich definitiv erstmal Kenasis Rast nehmen. Das ist Kenatis Rast, eine kajitische Insel mit ersten zarten Banden zum Altmeri-Dominion. Die Meereselfen lassen ihre Muskeln in der Topalbucht spielen, konkurrierende Interessen, die zu Blutvergießen führen könnten. Jemand wie ihr könnte die Dinge dort in Ordnung bringen. Ja, und da wir ja sowieso vom Altmeri-Dominion sind, werden wir uns erstmal dahin begeben. Wir unterwerfen uns eurem Willen und rufen die Ketten von Kalkar. Sie vollziehen ein Ritual. Sie bereiten den Weg für einen dunklen Anker. Öffnen ihre Sinns Reich des Vergessens. Es ist schlimmer, als wir dachten. Die Ebenenverschmelzung hat begonnen. Vielleicht ist es schlicht Hochmut. Vielleicht ist es Teil eines größeren Plans. Wer kann schon die Logik eines dädrischen Fürsten durchschauen? Er behauptet, er erfülle damit die Prophezeiung aus diesem erbärmlichen Schriftraum, die der eigene Erzfeind erfolgt. Das Portal selbst gescheitert ist. Ich bin geduldig. Lass Monarch Baal nicht seinen Willen. Diese Welt wird eines Tages mein sein. Ja, und was wir dann alles hier erleben werden, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao!